Dass sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ständig ungebeten in unser Leben einmischt, uns vorschreiben will, was wir zu tun haben und zu lassen haben, das ist wahrlich nichts Neues. Aber nun hat sein Kontrollwahn ungeahnte Höhen erreicht. So hat er doch tatsächlich in einer Videokonferenz eine Amtskollegin getadelt, weil die ein KitKat Riegel aß. Darauf erstmal einen kräftigen Schluck Zuckerwasser. Ah. So, und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier, meine Lieben. Vorab bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und uns folgen auf Telegram und auf Getter. Vielen Dank. Es passierte in einer Videovorbesprechung zur Gesundheitsministerkonferenz. Da wagte es doch tatsächlich die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard, auch von der SPD übrigens, ein Schokoriegel der Sorte KitKat zu essen. Ja, da war aber was los, meine Lieben. Es folgte eine Standpauke von Lauterbach, die sich gewaschen hatte, in der er sich über die Inhaltsstoffe dieses Schokoriegels ausließ, also Palmöl und Zucker. Die Hamburger Senatorin war logischerweise ziemlich genervt von Lauterbachs Standpauke und die Politikerkaste, die ja normalerweise nicht für ihren Humor bekannt ist, reagierte dann doch ziemlich humorvoll auf Lauterbachs Ausfall, denn während der nächsten digitalen Videokonferenz schoben sich gleich mehrere Minister demonstrativ Süßigkeiten in den Mund und der bayerische Gesundheitsminister hielt sogar das Etikett seiner Colaflasche in die Kamera, damit Lauterbach noch mal schön lesen konnte. 9 Stücke Zucker. Erlaubt mir noch eine persönliche Anmerkung zu dem Thema. Ich bin auch ein Freund von gesunder Ernährung. Sowas hier trinke ich an sich eher selten bis überhaupt nicht. Ist aber an warmen Tagen ganz lecker. Aber niemals würde ich anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben in Sachen Ernährung. Das ist halt der Unterschied zwischen einem freiheitlichen Menschen wie mir und einem Sozialisten wie Lauterbach. Und es kommt ja noch etwas hinzu, Freunde. Schaut euch den Lauterbach doch mal an. Ja, sieht der denn gesund aus? Das geht bei den Zähnen los. Dann dieses Klappergestell. Dann sagt er selber, dass er häufig trinkt. Wir machen heute Anti-Kater-Getränke. Wann hatten Sie das letzte Mal einen schlimmen Kater? Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Das werden nicht 2, 3 Gläser Wein sein. Also so jemand will andere Menschen in Sachen Gesundheit belehren? Dass so jemand überhaupt Gesundheitsminister ist, der so ungesund aussieht. Wenn der morgen sterben würde, wünsche ich keinem, aber das wird doch keinem überraschen. Würden alle sagen, ja, sah auch schon lange, sah der schlechter aus. Dieser kleine Zuckeraufstand gegen Lauterbach in der darauf folgenden Digitalkonferenz gilt in Berliner Kreisen als ein Zeichen von einem Autoritätsverlust. Viele Landesgesundheitsminister sind zunehmend genervt von Lauterbachs Zeigefinger und Besserwisserei. Lauterbach selbst wollte sich, guck mal, jetzt muss ich schon aufstoßen von diesem. Lauterbach selbst wollte sich Bild gegenüber dazu nicht äußern. Aber denke mal, in der nächsten Talkshow spätestens. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später.